Heute ist der 23.07.2020 und hier kommt das tägliche Corona-Update. Die Zahl des Tages in Bedburg ist immer noch null und damit sind wir die einzige Stadt im Rhein-Erft-Kreis, die keine Covid-19-Infektion zu verzeichnen hat. Herzlichen Dank an alle Bedburgerinnen und Bedburger, die nach wie vor sehr diszipliniert sind. Ich höre allerdings auch, dass in manchen Gastronomiebetrieben, in Bäckereien, Metzgereien, die Disziplin an manchen Stellen nachlässt und sie anfangen zu diskutieren. Ich möchte Sie nochmal ausdrücklich darauf hinweisen, dass die Maskenpflicht bis zum 11. August voraussichtlich zunächst gilt. Das ist nicht wegzudiskutieren und Sie bringen die Gastronomen und die Geschäftsinhaber in Teufelsküche, wenn sie eben dort ohne Masken rumrennen und wir sie am Ende auch noch dabei erwischen. Wir möchten das nicht und wir bitten da wirklich, dass Sie alle vernünftig sind. Lasst uns vernünftig bleiben, dann bleibt es auch bei der Null als Zahl des Tages. Heute Morgen habe ich mir gemeinsam mit dem Landratskandidaten Dirk Timm den Bedburger Bahnhof angesehen. Viele von Ihnen haben mich in den letzten Wochen angeschrieben und haben sich über den Zustand auf diesem Bahnhof beschwert. Ich habe es mir heute Morgen vor Ort angesehen und vielleicht schauen Sie einmal ganz kurz rein. Wir stehen hier heute Morgen am Bahnhof in Bedburg und gemeinsam mit dem Landratskandidaten der SPD, Dirk Timm, gucke ich mir heute Morgen hier unseren Bahnhof und das ganze Umfeld an. Wir haben gerade darüber gesprochen, welche Zukunftsperspektiven dieser Standort hat. Wir haben aber auch über ein drängendes Thema gesprochen, nämlich die Vermüllung und teilweise Verwahrlosung des Bahnhofsumfeldes, was mir als Bürgermeister wirklich ein Dorn im Auge ist und wo wir wenig Zugriffsmöglichkeiten haben, denn das Gelände gehört der Deutschen Bahn. Die sind letztlich dann auch dort für die Wartung und für die Säuberung zuständig. Ist sehr, sehr unbefriedigend, so ein ewiges Thema. Aber ich war schon ein bisschen geknickt, dass der Bahnhof Bedburg, der wirklich gut umgebaut worden ist, der sehr aufwendig umgebaut worden ist, jetzt in einem Ranking ganz hinten gelandet ist. Ich finde persönlich, vielleicht auch aus der Bedburger Brille, es gibt Bahnhöfe, die sind in desolaterem Zustand. Aber der Fakt ist ja, die Kundschaft selber und die Nutzer sehen es etwas anders. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall ran. Und dafür brauchen wir zum Beispiel Engagement eines zukünftigen Landrats. Genau, als Landrat des Rhein-Erft-Kreises würde ich mich dafür einsetzen, dass wir gerade bei so neuen Bahnhöfen die Bahn verpflichten, einen deutlich höheren Pflegetakt einzuführen. Es kann doch nicht sein, dass Müll zwischen den Gleisen liegt. Es kann doch nicht sein, dass hier, man sieht hinter uns, 2 Meter hoch das Unkraut sprießt. Das ist doch einer Stadt wie Bedburg nicht würdig. Und deshalb muss da der Landrat auch mit der Bahn zusammen sprechen und dafür sorgen, dass der Pflege Takt einfach erhöht wird. Das Weitere, was man einfach machen muss, wir müssen dafür sorgen, dass die Revier-S-Bahn hier in Bedburg endlich umgesetzt wird, damit Bedburg nicht mehr der Sackbahnhof ist. In beide Richtungen kommen die Züge an. Nein, wir brauchen durchgehende S-Bahn-Verbindungen von Horrem über Bergheim, Bedburg bis nach Düsseldorf. Und dafür werde ich mich auch einsetzen. Gemeinsam haben Dirk Timm und ich uns für die Revier-S-Bahn eingesetzt. Das ist jetzt in ein Gesetzespaket gekommen für den Strukturwandel. Das bedeutet, in Zukunft werden die S-Bahnen von Köln über Bedburg, Grevenbroich, Neuss bis nach Düsseldorf fahren. Und für Bedburg super spannend als Perspektive, eine S-Bahn-Verbindung von Bedburg rüber nach Jülich, am Ende bis nach Aachen. Ich glaube, das zeigt, welch tolle Entwicklungsperspektive im Strukturwandel unsere Stadt haben kann. Wir müssen es jetzt nur richtig miteinander planen. Der Gruß des Tages geht heute an alle diejenigen, die in der Gastronomie beschäftigt sind und im Einzelhandel tätig sind, die sich mit den von mir eben genannten Problemfällen an manchen Tagen rumschlagen müssen. Vielen Dank, dass auch Sie so diszipliniert sind, dass Sie so tapfer sind, vor allem auch, dass Sie durchhalten. Aus vielen Gesprächen weiß ich, dass die Kundenfrequenz beileibe nicht so ist wie vor Corona. Das macht es für alle schwierig. Und lassen Sie uns weiter eng beieinander bleiben und zusammenrücken und sehen, wie wir aus dieser schweren Zeit rauskommen. Deswegen der Gruß des Tages geht heute an Sie. Das soll es für heute schon gewesen sein. Ich bleibe wie immer am Schluss mit den Worten: Passen Sie auf sich auf, achten Sie auf Ihre Nachbarn und vor allem bleiben Sie gesund. Morgen hören wir uns voraussichtlich nicht wieder. Denn tatsächlich habe ich morgen meinen 10. Hochzeitstag. Das muss auch mal sein. Bis dann. Tschüss.